Ihr werdet euch noch wundern, was ich euch zeigen kann. Touristen-Hotspot Stephansdom und auch den Rathausmann. Aha. 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 Und sehen mich die Leute mit großen Augen an. Dann sag ich, hey ihr Lieben, ich bin der Kameramann. Für Okto da im Kabel, da mach ich eine Show. Die zeigt euch bisschen was von Kunst, Kultur und so. Für Okto da im Kabel geht Stadtstreicher auf Tour und bringt euch Mensch und Tier mal nah mit mächtig viel Bravour. Aufgrund der nachweihnachtlichen Zeit beginne ich meine heutige Stadtstreicher-Folge mit einer Krippe. Die führt uns dann dorthin, wo sie nämlich steht, in die Wiener Minoritenkirche, die Kirche der italienischen christlichen Gemeinde in Wien. Wer hier so wunderbar Trompete gespielt hat, ist kein geringerer als der Pfarrer der Minoritenkirche, nämlich Pater Elias Stolz. Wir werden ihn dann gleich nochmal hören, allerdings mit Orgelbegleitung. Zeit, euch ein bisschen was über diese Minoritenkirche zu erzählen. Erbaut wurde sie als eine der ersten gotischen Kirchen in Wien und natürlich auch in Österreich und hatte irgendwann einmal sogar einen richtigen Turm mit Spitze. Dieser fiel allerdings der zweiten Türkenbelagerung zum Opfer und wurde dann nicht mehr spitz aufgebaut, sondern durch ein Flachdach des Turms ersetzt. Daher diese typische und in Wien, eigentlich auch weit über Wien hinaus, einzigartige Turmansicht der Minoritenkirche. Thank you.
Wer waren denn nun diese Minoriten? Sie waren ein aus dem Franziskanerorden herausgegangener Orden. Mittlerweile ist die Minoritenkirche die Kirche der italienischen christlichen Gemeinde in Wien und heißt Kirche Maria Schnee. Ja, und Maria Schnee ist schon wieder Schnee von gestern, denn 2021 wurde sie der Priesterbruderschaft St. Pius X. zum Geschenk gemacht. Und die pflegt und versorgt diese italienische Pfarrgemeinde noch heute. Charakteristisch für diese Kirche ist auch der Seitengang an der Kirche angebaut mit vielen Gedenktafeln. Diese Kopie von Leonardo da Vincis letzten Abendmahl verdankt die Minoritenkirche Napoleon Bonaparte. Der ließ sie nämlich von einem gewissen Giacomo Raffaelli anfertigen. Und später wurde sie von seinem Schwiegervater Kaiser Franz I. gekauft. Und mit Franz von Assisi verabschiede ich mich von der Minoritenkirche, die ja eigentlich irgendwie zumindest der Orden der Minoriten auf ihn zurückgeht, und mache mich durch die Hofburg auf den Heimweg. Bin natürlich zu Fuß gegangen und nicht mit dem Fiaker gefahren. Ob Leopold Figl, einem der Baumeister der Zweiten Republik, dieses Denkmal gefallen hätte, ich glaube, man hätte ihn auch gar nicht fragen können. Diese Wellenwasserskulptur besteht aus dem größten Lapislazuli-Block, der jemals gefunden wurde. An der Hofburg, da läuft uns ein griechischer Held über den Weg, Herkules. Hier besiegt er zunächst die Hydra und dann die Amazone Hippolyte. Als nächstes befreit er, und zwar zunächst den Prometheus links und dann den Cerberus. Kämpfen musste der Herkules genug, hier links gegen den Herrn Antaeus und rechts gegen den Herrn Busiris. Und zu guter Letzt musste er noch den kretischen Stier und den nemäischen Löwen besiegen. Unter der Kuppel des Michaelertors steht ein Habsburger Wahlspruch, aufgeteilt auf 4 Statuengruppen. Constantia et fortitudine durch Beständigkeit und Mut. Virtute et exempel durch Mut und Beispiel. Viribus unitis mit vereinten Kräften. Justitia et clementia zu Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Und gerade im inneren Burghof, also im älteren Teil der Hofburg, lohnt sich der Blick nach oben immer wieder. Den inneren Burgplatz beherrscht natürlich das Denkmal Franz I., der übrigens auch der Zweite war. Der Zweite war er als Kaiser des Römisch-Deutschen Reiches. Da war er übrigens auch der Letzte. Und der Erste war er dann als Kaiser von Österreich. Und dieses Denkmal habe ich mir heute mal von allen Seiten angesehen. Aus der Zeit von Ferdinand I., also schon ziemlich lange her, dieses Wappen links. Und die Dame rechts am Bild hat unter dem Schweizer Tor quasi schon alles Walzer im Blut.
Ja, und verabschieden möchte ich mich heute mit den zwei großen Feldherren am Heldenplatz, Erzherzog Karl von Aspern und Prinz Eugen, diesmal einmal aus ein bisschen anderen Perspektiven fotografiert.